Wollen Sie denn nur endlich hin? Weg! Aha. Bloß weg! Naja, weg sind wir ja inzwischen weit genug. Fahren Sie weiter. Ich zahle alles. Hauptsache weg! Wie Sie wollen. Mein Mann kommt nämlich überall hin. Der kann hinter jeder Welle lauern. Wenn Sie hier irgendwo jemanden mit dem Strohhut sehen. Wo soll denn hier jemand mit dem Strohhut? Ich bin ja albern, ganz hysterisch. Aber hat Ihr Mann schon mal versucht, Sie mit dem Beil zu erschlagen? Nee, nicht direkt. Ich bin ja schon ganz verrückt. Hauptsache, Sie zahlen. Bitte. Wir sind jetzt außerhalb der Drei-Meilen-Zone. Sie ist vorne. Meine lieben Tierfreunde, ich habe heute... Weg. Was ist? Kopf weg. Der Kopf muss. Ach so. Ich habe gerade mit dem Kopf mein jüngstes Buch verdeckt, das soeben im Anton Plesch Verlag für 27,60 Mark erschienen ist. Entschuldigen Sie bitte, aber im Fernsehen muss man ja auf alles achten. Meine lieben Tierfreunde, ich habe heute wieder mal ein paar Tiere für Sie mit ins Studio gebracht, die in unserem Zoo dank der aufopferungsvollen Bemühungen unseres Oberwärters, Herrn Emil Kruskis, und der Freundin unseres Volontärs, Herrn Viktor Grablitz, das Licht der Welt erblicken konnten. Wir sind nämlich sehr stolz auf diese Exemplare. Und vielleicht kann unsere Kamera jetzt mal hier hinein schießen. Die sind jetzt natürlich zum ersten Mal im Fernsehen und deshalb ein bisschen aufgeregt, wie sie da so herumkrabbeln. Es sind drei Weibchen im paarungsfähigen Alter, die sich da tummeln. Sie erkennen das vielleicht an den sekundären Geschlechtsmerkmalen oberhalb der Gürtellinie. Und wenn jemand von Ihnen, meine Freunde, zufällig ein Männchen hat, dann bitten wir ihn im Interesse der notleidenden Tiere, dasselbe doch umgehend auf unser Postcheckkonto 1111 zu überweisen. Wer kein Männchen hat, der darf sich selbstverständlich mit einem entsprechenden Geldbetrag beteiligen. In den Rentenmärkten waren öffentliche Anleihen weiterhin bevorzugt. In Düsseldorf wurde heute die 14. Intertextile eröffnet. Sie zeigt auch diesmal wieder modische Neuheiten aus aller Welt. Setz dich doch mal hin, hör auf mit der Krabbelei und setz dich hin. Du musst doch gleich kommen. Ja, ja. Ja, ja. Das erste Mal, dass jemand aus unserer Familie im Fernsehen kommt. Und dann gleich unser Junge. Wäre mir lieber, wenn er hier wäre, nicht im Fernsehen. Ach, du hast mir ja nie was gegönnt. Menschenskind. Unser Siegfried im Fernsehen. Und auf derselben Mattscheibe, wo sonst der Kuli und Wim Tölke da. Na, da ist doch wohl ein Unterschied zwischen Siegfried und... Meinst du denn, die hätten nie klein angefangen? Der Frankenfeld oder der Robert Lemke? Hauptsache, man kommt erst mal rein beim Fernsehen. Der Theo hat 6 Kinder. Wie viel waren davon im Fernsehen? Überhaupt noch keins. Und unser einziger Junge... Ich will das nicht sehen. Du bleibst hier. Du gönnst ihm nicht, was? Du gönnst ihm nicht, dass er ins Fernsehen kommt. Aber du hast dem Jungen ja nie was gegönnt. Und lieb hast ihn auch nicht gehabt. Nie. Nicht mal sein Leben hast ihn gegönnt. Wenn es damals schon die Pille gegeben hätte, dann hättest du heimlich genommen. Nur weil du dem Jungen sein Leben nicht gegönnt hast. Du
weiß doch genau, dass er ein Wunschkind war. Damals. Ein Wunschkind? Und wem sein's denn? Weil du in der Frauenschaft warst. Und weil der Hitler Soldaten brauchte damals. Weil du dich geschämt hast, dass du als deutscher Schoß dem Führer noch nichts Kleines beschert hattest. Deswegen hast du mich so angestrengt. Damals. Im Hitler sein Wunschkind war er. Aber doch nicht deins. Lieb gehabt hast du auch nicht. Du hast ja von Anfang an Mädchen gewollt. Weil ich besser Kleider nähen konnte als Jungs. Sachen Hosenschlitze habe ich auch nie gelernt. Bis heute nicht. Ach, red doch nicht. Du hast kein Kind gewollt. Das ist es. Und wer hat gesagt, wenn es ein Mädchen wird, schmeiße ich es in eine Aschkute und dich hinterher? Das war doch nur so. Da hab ich's denn gemacht? Nee. Es war ja auch ein Junge. Es ist ein Junge. Aber dass du wahr sagst, es war ja auch ein Junge. Da kannst du es mal selbst dran sehen. Das ist ja schon psychologisch bei dir, dass du dem Siegfried nichts gönnst. Das war die zweite Abend. Andere Mütter würden wer weiß was machen, damit der Junge mal ins Fernsehen kommt. Aber du guckst es ja nicht mal an. Aber du weißt doch, dass... Psst, jetzt kommt er. Und nun, meine Damen und Herren, bittet die Kriminalpolizei um ihre Mitarbeit. Gesucht wird der 29-jährige Siegfried Konradsch aus Essen-Vordernei. Er ist 1,76 Meter groß. Da ist er. Unser Junge. Mittelblond und trägt vorwiegend große. Du stell dir mal vor, mit dem Gesicht wäre der ein Mädchen geworden. Das wäre doch eine Katastrophe für den. Na, ich hab schon gewusst, warum ich einen Jungen wollte. Ums Verrecken. Verboten. Will ja gar nicht baden. Ja, aber Sie ziehen sich doch aus. Na und? Ausziehen ist auch verboten. Soll ich vielleicht mit dem Mantel ins Wasser? Springen. Aber nicht baden. Sondern? Schluss machen, für immer. Dann sind Sie... Ja. Kann ich mehr. Ja, aber hier dürfen Sie nicht. Wollen Sie gerettet werden hinterher? Nein. Freischwimmer? Auch nicht. Na, wenn Sie mich so angucken, dann kann ich nicht... Na schön, ich habe nichts gesehen. Aber nur ausnahmsweise. Nehmt euch jetzt zusammen, ja? Nicht rauchen, nicht fluchen, keine Sauereien, äußerste Höflichkeit. Grüß Gott, Schwester Euphemia, ich war vorgestern schon mal hier. Ach ja, guten Tag, das Fernsehen. Ja, darf ich Ihnen meine Mitarbeiter vorstellen? Herr Fedmer, Kamera. Grüß Tag. Gott. Herr Zahn, Ton. Grüß Gott. Unser Aufnahmeleiter, Herr Kötzke. Grüß Gott. Nur beim Papstmensch. Beleuchter und zwei Studenten, die uns helfen. Wann wird denn das gesendet, was Sie hier aufnehmen? Ja, wann das gesendet wird? Ruhe. Es wird bestimmt gesendet, Schwester Euphemia. Bloß wann, das ist jetzt noch, weil ich, wissen Sie, mir schwebt da eine Sendung vor und ich habe auch schon den Titel. Wie Kinder wirklich sind, ja? Und nun drehen wir eben halt Kindermaterial, das, rein ausdrucksmäßig eben auch in mein Konzept hineinpasst. Und das ist natürlich nicht einfach. Die nun eben auch audiovisuell, also... Ja, das glaube ich. Aber ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Ihr Werk. Hochanständig. Soll ich unsere Kindchen jetzt herausrufen? Das wäre ganz reizend von Ihnen, Schwester Euphemia, ganz reizend. Hör mal, gleich mitdrehen, auf Verdacht. Läuft. Kinder, kommt mal, das Fernsehen ist da.
euch weiterlaufen lassen? Nein, verflixt. Verpflichtet sie ja ordentlich dazu, Schwester Euphemia, dass sie sich nie filmen lassen dürfen? Nein, gegens Fotografieren hat er nichts einzuwenden. Auch das noch, naja. Ja, Schwester Euphemia, wenn die Kinder vielleicht jetzt mal was spielen könnten, ja? Ganz normal, wie sie immer spielen. Aber gerne. Lass laufen. Läuft. Kinder, und wir machen jetzt unseren Ringelkreis. Und dazu nimmt auch unser Jörg sein böses Fingerchen aus der Nase. Und alle fassen sich an. Und ja, oh Gott, das sind doch keine Kinder, das ist ja grauenvoll. Vielen Dank, Schwester Euphemia, ganz entzückend. Sagen Sie mal, lassen Sie die Kinder manchmal auch alleine spielen? Im Sandkasten oder an der Schaukel, so ganz unbeaufsichtigt? Alleine schon, aber nie ohne Aufsicht. Ich gucke immer hinter der Gardine, ob die kleinen Bösewichter auch nichts Unrechtes treiben. Könnten Sie uns die mal... Aber gern. Kinder! Schwester Euphemia geht jetzt mal Kakao kochen, ja? Und ihr spielt mal hier draußen weiter. So, Kinder, die Alte ist weg. Jetzt braucht ihr keine Angst mehr zu haben. Vor mir habt ihr da keine Angst, was? Na also. So, und nun spielt mal das, was ihr schon immer gern spielen wolltet. Na? Na? Na, sag du mal. Was spielt ihr denn am liebsten? Singen. Meinetwegen. Singt mal was. 3, 4. Jesus, meine Freude, meines Herzens Weide. Aus, um Himmels Willen, das sind da keine Kinder, sind doch das. Dankeschön, Kinder, sehr nett. Das ist ja ein derartig manipuliertes Kropfzeug. Pass mal auf, ganz anders. Hör mal, ganz anders. Da müssen wir ganz anders ran. Die müssen erst mal Zutrauen zu uns finden. Wir müssen mit denen spielen, versteht ihr? Oder noch besser, wir fangen einfach an zu spielen, ganz unter uns. Kümmern uns gar nicht um die. Und dann kommen die von ganz alleine. Spielt darüber, ihr Pfeifen! Ihr macht mir die ganzen Sandtorten kaputt. Kinder, Mensch, also. Natürlich sind das Kinder. Was brauchst du denn? Na, Kinder, ganz normale Kinder. Wie normal? Na, eben Kinder, weißt du? Ich habe eine ganz präzise, exakt definierte Vorstellung vom normalen Kind. Und sowas wird sich da wohl irgendwo noch auftreiben lassen. Na, irgendwo sicher. Aber schneller geht's, wenn du Profis nimmst. Ich habe mal mit Heinche, wie der noch klein war, da habe ich mal einen Film gedreht. Also der war als Kind sowas von echt, ja? Da... Ich will eine Dokumentation, Mensch. Na, dann hast du Pech gehabt. Pass mal auf, letzter Versuch. Guten Tag. Meine Mutti hat eine viel größere Perücke. Passt sogar an die Waschmaschine mit dem Schongang. Einpacken, wir hauen ab!
bei dem scheiß Fernsehen aber wieder mal eins übergebraten. Na, du Arsch, seid ihr die vom Fernsehen? Das sind Kinder, was? Ja, mein Freund, wo ist denn eure Tante? Tante Anwalt, meinst du Evelyn? Die ist auf dem Klo gerade. Das sind Kinder, was? So, Kinder, ihr habt ja keine Angst vor der Kamera, nicht? Seid ja schon öfter gefilmt worden, nicht? Also, wenn ich los sage, aber nicht vorher, verstanden? Der Kleine muss noch einen Tick rüber. Der hier? Komm mal her. So, so? Ja, gut. Gut. Also, wenn ich los sage... Die da hinten säuft mir doch auf einer Seite völlig ab. Dreht sie doch mal so. Nee, das Mädchen. Ja, andersrum. Ja. Und jetzt einen Schritt vor, damit sie schön im Licht steht. Gut. So. Also, wenn ich los sage, ja, du, ja, dann haust du dem Mädchen da den Löffel mit dem Schokoladenpudding über den Kopf, ja? Die ist aber meine Freundin. Na, das macht doch nichts, das ist ja nur fürs Fernsehen. Nun, bleib da mal stehen, wo ihr steht, Herrgott, noch mal. Und du, ja, du fasst schön rein hier in den Farbtopf, ja, und wisch dir die Hand am Bauch ab, klar? Von mir aus können wir. Gut, ja. Also, und alle ganz, ganz locker, ja? Nicht verkrampfen, gar nicht um die Kamera kümmern. Richtig schön frech und ganz normal. Ton live! Los! Nein, nicht doch! Ich hab doch gesagt, los! Wie findest du denn das? Naja. Ich glaube, jetzt kriegen wir, was ich brauche. Wird doch Zeit. Also, meine Damen und Herren, Sie sind die Kinder, ja? Und Sie sind der Erwachsene, ja? Darf ich mich mal setzen? Ich hab so an der Bandscheibe. Ja, bitte, ja. Also, Sie sind ganz normale Kinder, ja? Ganz locker, aber nicht zu frech. Nicht autoritär erzogen, aber auch nicht anti-autoritär, sondern so, wie Kinder eben wirklich sind. Klar? Doppelten.
viel ist es nicht. Na, ist ja auch noch früh. Einer hat nicht bezahlt. Dafür bezahlt der nächste doppelt, ne? Was? Du meinst, ich soll noch mal raus? Naja, ist ein bisschen wenig, weißt du? Es regnet ziemlich. Jetzt? Naja, es nieselt ganz schön. Na, wenn du meinst. Aber viel ist es natürlich nicht. Also gut, geh ich noch mal. Aber du musst natürlich nicht. Aber ich war gerade beim Gewinnen, weißt du? Schon gut. Bis später. Sie musste schärfer rannehmen. Sie wird müde. Ist meine Sache. Wenn sowas erstmal einreißt, dann bringen die immer weniger von Mal zu Mal. Die ist nicht mehr die Jüngste. Eben drum. Da musst du aufpassen. Da fangen die an, was abzuzweigen und auf der hohe Kante zu legen. Die nicht. Den letzten Pfennig gibt die mir. Das sagen sie alle. Er würde sich in Stücke reißen lassen, als mich bescheißen. Und du musst es ja wissen. Weiß ich auch. Ist das deine oder ist das meine Mutter? Nö, meine lieben Freunde, ich habe Ihnen heute mal ein künstliches Eisbärenfell mit ins Studio gebracht. Das ist aus Kunststoffhaar und bis 40 Grad waschmaschinenfest. Sie wissen ja alle, dass wir Menschen mit den wild lebenden Tieren ganz besonders schlimm umgegangen sind. Wir haben viele von ihnen zu Hunderttausenden abgeschlachtet, genauso gewissenlos, als wenn es Menschen gewesen wären. Und so ist es eben gekommen, dass heute in der Natur überhaupt keine künstlichen Eisbären mehr im Leben sind. Nur weil wir Menschen aus ihren Fellen teure Pelzmäntel machen wollen. Und wenn man sieht, wie die Menschheit zum Beispiel Jahr für Jahr Millionen von Erdbeeren aufisst oder zu Marmelade einkocht, dann kann einem wirklich so Angst und Bange werden, wie es mir hier in meinem jüngsten Buch geworden ist, das soeben für 27,60 € im Anton Plesch Verlag erschienen ist. Sie können es bei jedem Buchhändler kaufen. Und wer Analphabet ist und nicht lesen kann, der darf selbstverständlich eine entsprechende Geldspende überweisen. Das macht genau 30 Mark, mein Herr. 20 und noch 10. Dankeschön, passender geht's wirklich nicht. Und viel Vergnügen wünsche ich Ihnen. Sie sollen die Kunden nicht immer so anflaumen. Gucken Sie mal, wie rot der wird. Ich könnte mich kringeln, könnte ich nicht. 6 Artikel sollen Sie den Kunden verkaufen und weiter nichts. Jetzt traut er sich kaum auf die Straße mit seiner Tragetasche. Siehste? Vorsicht, Stufe! Dabei hat er sich eine Wochenendration zusammengekauft, als ob er einen marokkanischen Reisepuff zu Besuch hätte. Das geht Sie gar nichts an. Wir haben hier Umsatz zu machen und nicht die Schamröte ins Gesicht zu jagen, den Leuten. Ich jag denen was ins Gesicht? Wieso ich denn? Machen die doch selber. Kann ich denn dafür, wenn die solche Komplexe haben? Als ob Sex nicht das Natürlichste von der Welt wäre. Natürlich ist er natürlich. Der Mensch braucht doch Sex wie Luft zum Atmen, braucht er den. Oder wie eine warme Mahlzeit. Und wenn ich hier nur zum Essen die Gewürze verkaufe, dann kann ich doch mal einen Witz dabei machen, oder? Das weiß ich nicht. Mir haben sie auf der Verkäuferschulung gelernt, dass ich Sex mit Schönheit verkaufen soll. Oder mit Romantik, fachgerecht gesagt. Also immer so tun, als wär's Schuhcreme oder Streichhölzer. Nicht dabei denken, niemals mit der Wimper zucken, der Kunde ist König. Mensch, in welchem Jahrhundert leben Sie denn? Sind ja genauso verklemmt wie der da drüben. Gucken Sie mal. Der ekelt sich ja richtig. Gleich kriegt er Pusteln auf der Zunge. Das scheint ja mal wieder ein Herzchen zu sein. Mensch, den kaufe ich mir mal. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Das heißt vielleicht doch, ich suche nämlich ein Buch. Zum Lesen? Bitte? Ich
Ja, natürlich. Aha. Lesen. Ja, soll es mir ein Roman sein oder vielleicht ein Sachbuch? Ja, ich suche etwas, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Na, du drücken sie schon. Ein Buch, wie gesagt, und zwar über Liebe. Über Liebe? Sie sind ja ein ganz loser Vogel. Was denn da? Ja, also wenn Sie mich so angucken, dann... Also gut, gucke ich weg. Was sagten Sie gerade? Worüber sollte das Buch sein? Liebe. Richtig. Liebe, Liebe, Liebe. Amor, ratti, ratta. Da hätten wir hier was Hübsches fürs Auge im Allgemeinen. Oder wenn Sie lieber auf Parterre-Akrobatik stehen, finden Sie hier ganz nützliche Hinweise drin. Nein, nein, das kann ich selbst. Aber ich weiß nicht, ob Sie wissen, was Liebe ist. Nichts sagen, nichts sagen. Ich komme von ganz alleine drauf. Gleich und gleich gesellt sich gern, gell? Da haben wir hier ganz entzückende Magazine, die wären auch Ihrem Freund gefallen. Nein, das ist also, ich suche etwas, wo drin steht, was in mir vorgeht, verstehen Sie? In Ihnen? Ja. Hormonell? Bitte? Ich weiß, was Sie suchen. Sexualhormone, kurz und bündig, 3,80 €. Kleiner Forscher, was? Nein, nein, ich muss Ihnen das erklären. Wissen Sie, ich bin verliebt. Wissen Sie, es ist wie ein, man traut sich das Wort ja kaum noch auszusprechen heutzutage, aber es ist wirklich wie ein Wunder, was mir da passiert ist. Ich begreife es selbst kaum. Warum sieht auf einmal alles so ganz anders aus? Warum ist die Welt auf einmal so ganz... Ja, haben Sie denn mit dem Mädchen schon mal richtig? Ich meine... Bitte? Naja, das zum Beispiel, was die beiden auf dem Buch hier machen. Ach so, oft, zigmal oder dauernd, genauer gesagt. Das ist es nicht. Aber vor 14 Tagen habe ich mich ausgerechnet dabei in sie verliebt, verstehen Sie? Ich gehe Stunden früher zu ihrem Büro, wo sie arbeitet, bloß um sie abzuholen. Ich bin eifersüchtig auf den Buchhalter, der mit ihr zusammen in einem Zimmer sitzt. Ich werde verrückt, wenn sie auch nur eine Überstunde macht. Ich habe Angst um sie, wenn sie allein über die Straße geht, wegen der Autos. Aber wenn sie bei mir ist, dann ist es wie heißer Schnaps in mir. Dann könnte ich den Briefträger umarmen und meine popelige Bude vergoldet sie zu einem Schloss oder zu einem Bungalow mindestens seit 14 Tagen. Ich kenne mich selbst nicht mehr wieder, verstehen Sie? Ich bin völlig durch und einander. Ich weiß, ich möchte gerne wissen, warum. Was ist das? Woher kommt dieses Gefühl wie Currywürstchen im Herzen? Darüber möchte ich ein Buch. Ich weiß nicht, ob Sie das Gefühl auch mal gehabt haben, dass Nein, so ein Gefühl kenne ich nicht und solche Bücher habe ich auch nicht. Ich habe sauberen, ehrlichen Sex und weiter nichts. Entschuldigen Sie bitte. Was ist? Wollt ihr ihn an die Wäsche? Haben Sie mal eine Zigarette? So ein perverse Schwein aber auch. Sex. Wie? Sex. Sex? Ja. Ausgerechnet Sex? Ja. Naja, also 21, 43, 17, 36, 28, 6. Und Zusatzzahl 35. Schon wieder nicht gewonnen. Dass du wieder da bist, mein Junge. Aber ich bitte dich, Papa, ist doch selbstverständlich. Gut siehst du aus, so schick in Schale, richtig wohl siehst du aus. Du auch, Papa. Na ja. Ganz der Alte, was? Ja, ja. Wir beiden, wir bleiben die Alten, was, Papa? Ja, Hauptsache, dass du wieder da bist, mein Junge. Ja, freut mich, dass du dich so freust. Sag mal, wie ist denn Mama so gestorben? Och, die hat einen schönen Tod gehabt. Herzversagen. Ganz plötzlich. Die hat nichts gemerkt. Na, wunderbar. Ich meine, dass sie sich nicht auch noch hat quälen müssen, das wäre mir ein schrecklicher Gedanke. Und
Wann war das? Ja, also wann war das? Vor 5 Jahren, im März. Ich hätte es dir ja geschrieben, aber ich hatte keine Adresse. Bitte, Papa, ich weiß, Papa, ich hätte nicht, aber es war ja auch eine dumme Zeit damals. Ich habe auch mehrere Briefe an euch angefangen, aber dann kam immer irgendwas dazwischen. Gott, du weißt ja, wie sowas ist, wenn man seine Karriere aufbaut. Und Mama, ich meine, als ich wegging damals, da war sie doch eigentlich auch noch ganz gesund. Ja, sie hat dir sogar noch den Plattenspieler hinterhergeschmissen, wie du abgehauen bist den Abend. Der ist bis in den Vorgarten geflogen, der Plattenspieler. Naja, ich meine, ich hatte mich aber auch wirklich so unglücklich Lass mal. Hauptsache, dass du wieder da bist. Aber sag mal, muss das denn gleich so eine feine Gaststätte sein? Kommt dich das nicht ein bisschen teuer? Aber Papa, bei so einem Wiedersehen, wer wird denn davon Geld reden? Na, ich nicht. Aber der Kellner hinterher, der sieht schon so aus. Na, den lass mal meine Sorge sein. Das verbuche ich alles auf Spesen. Geh raus dann bitte. Ja. Der Muscadet ist leider ausgegangen. Ich habe ihn ein Chablis mitgebracht. Warum ist das so? Naja. Naja. Hoffentlich sind die Austern vom selben Jahrgang. Bitte. Auf unser Wiedersehen, Papa. Prost, dass du wieder da bist, mein Junge. Sag mal, Papa, damals, als ich an diesem bewussten Abend, hat Mama da eigentlich, ich meine, hat sie da irgendwann hinterher mal was... Bei mir hat einer reingespuckt oder sowas. An diesem bewussten Abend, meine ich, als ich euch, vor allem auch Mama, diese Kränkung da. Was machst du denn da? Ich kann auch nicht mehr alles beißen inzwischen. Papa! Das da musst du essen, nicht das da. Das da? Pfui, Deibel. Psst, nicht so laut. Will man dir den Spaß machen, dass du wenigstens einmal in deinem Leben noch was Anständiges zu fressen kriegst? Du isst das jetzt auf. Aber mein Junge... Du isst das jetzt auf. Ich habe dich vorher extra gefragt, willst du mal Austern essen? Und da hast du gesagt, mit dir esse ich alles, mein Junge. Hauptsache, du bist wieder da. Hast du das gesagt oder nicht? Das ist ja auch die Hauptsache. Willst du wieder zu uns ziehen, beziehungsweise zu mir? Erst wenn du das aufgegessen hast. Deine Kammer ist noch genauso wie früher. Den Plattenspieler habe ich repariert. Sogar Maria Schell und Uwe Fischer habe ich hängen. Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Hat Mama früher auch immer gesagt. Übrigens, hat sie eigentlich... meinetwegen, lass die Austern. Ich schmier mir dann eine Stulle. Ja, ja. Sag mal, hat Mama eigentlich... ihr habt doch sicher mal von mir gesprochen. Ja. Oft? Jeden Tag. Von morgens bis abends. Das heißt nur so lange, wie sie gelebt hat. Wieso? Ach so, ist doch logisch, Papa. Ich meine, Papa, hat sie da mal in gefühlsmäßig relevanter Form... Nie. Bitte? Nie, das war ja auch nie ihre Art, wie du sagst, relevant. Sie war ja ein bisschen, dass sie immer recht haben wollte, meistens. Aber sonst war sie ein bescheidenes Mädchen, unsere Mama. Immer brav und so. Naja, Papa, ich weiß, ich meinte doch nur, hat sie in Bezug auf mich irgendwann... Scheiße! Warum nimmst du doch keine Serviette, du mein Ferkel, du? Das ganze Lokal guckt schon. Ja. Entschuldige. Ah ja, entschuldige. Hauptsache, dass du wieder da bist. Entschuldigung. Nichts mehr aber. Wo ist denn nur das Messer? Das lässt du da liegen.
Herr Ober? Herr Ober? Ein neues Messer, bitte. Oder nimm doch hier. Nicht nötig. Ich hab hier selbst. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ja. Das habe ich nicht gewollt. Na, du hast ja nie was gewollt. Das ist doch bloß ein Kratzer. Wenn Mama noch lebte, dann würde sie jetzt draufpusten und alles wäre wieder heile. Ah, ist ja schon gut. Ich meinte nur... So was hätte ich bald meinen eigenen Sohn abgestochen. Da muss ich erst mal einen drauf trinken. Prost. Prost, Papa. Schön, dass du wieder da bist. Hat Mama eigentlich, ich meine, wenn sie von mir gesprochen hat, hat sie dann in irgendeiner Form mal angedeutet, dass... Der ist aber sauer, der Wein. Der ist nicht sauer, sondern trocken. Meiner ist feucht und sauer. Chef, kann ich vielleicht ein bisschen... Was hast du nur davon? Och, mein Junge. Schade, dass unsere Mama das nicht mehr erleben konnte. Das hier? Ja, unsere Versöhnung. Weißt du übrigens, dass er einen Tag, nächsten Morgen, nachdem du abgehauen warst, am anderen Morgen ging er schon los mit den Vorwürfen. Ach nee, auf einmal hat sie sich Vorwürfe gemacht, was? Na, nicht sich, aber mir, erstmal. Und dann uns beiden. Aber je länger du weg warst, umso weniger hat sie davon gesprochen, wie du ihr den Stuhl übers Kreuz gehauen hast. Ich glaube, die hat dir richtig verziehen. Verziehen, auf einmal, jetzt wo der ganze Anzug am Arsch ist. Zahlen! Und nun, meine lieben Tierfreunde, möchte ich zum Schluss noch mal an Ihre Großzügigkeit appellieren. Sie alle wissen ja, dass wir Tierfreunde in ernster Gefahr sind. Weil in den letzten Jahren bedauerlicherweise auch immer wieder Menschen umgekommen sind in Vietnam oder Irland oder Biafra oder Bangladesch zum Beispiel, da gibt es nun die Meinung, dass manche Leute ihr Geld lieber den Menschen zur Verfügung stellen wollen als den seltenen Tieren. Obwohl die Tiere doch gar nichts dafür können und dem Menschen auch weiterhin in Treue dienen. Als Rollmops, Bulette oder Frikassee zum Beispiel. Wenn aber die Tierliebe nicht mehr mit Geld unterstützt wird, meine Freunde, dann ist auch der Tierfreund zum Aussterben verurteilt. Deshalb möchte ich heute Abend ein neues Bankkonto ins Leben rufen. Es heißt Hilfe für den bedrohten Tierfreund und bittet herzlich um Ihre bewährte Spendenfreudigkeit. Einzahlungsscheine finden Sie in allen Exemplaren meines jüngsten Buches, das soeben für 27,60 Mark im Anton Plesch Verlag erschienen ist. Guten Abend.